Willkommen, Mrs. Driggs. Ich zeige euch heute, wie man ein Armband flechtet. Als erstes braucht ihr mal 3 Schnüre. Die Art der Schnüre ist egal und die Farbe ist auch egal. Mit 3 verschiedenfarbigen wäre es für Anfänger besser, weil man da besser zurechtkommt. So, als erstes müsst ihr schauen, dass die Schnüre hier alle 3 gleich lang sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht ihr es einfach so. Ihr nehmt eine Schere und schneidet sie bis zum kürzesten ab. Ja. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr da einen Knoten rein. Möglichst einer, der nicht mehr so schnell aufgeht. Weil wenn der aufgeht, dann müsst ihr alles von vorne machen. Und wenn ihr den Knoten gemacht habt, dann könnt ihr mal anfangen. Und zwar, ihr macht das jetzt so. Ihr nehmt eine Farbe in die Mitte, also eine Schnur. Und dann nehmt ihr den rechten oder den linken und tut ihn über den mittleren. Und dann kommt die andere Seite wieder über die mittlere Schnur. Und dann macht ihr das immer so weiter. Ja. Wenn es bei euch dann immer so aussieht, so kleine, also immer so wellig, dann habt ihr es richtig gemacht. Und wenn ihr das nach einer Weile so weit, also länger natürlich für euren Arm, habt, dann könnt ihr es mal auf beiden Seiten zuknoten. Dann könnt ihr es mal probieren, ob es um euren Arm passt. Und wenn es aber nicht der Fall ist und da unten was falsch ist, dann müsst ihr es bis dahin wieder aufmachen und wieder ab da weitermachen. Das war Mrs. Driggs, die mit der Mütze.